Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und schön wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute soll es um ein schickes Toy geben, das wir uns hier in Serra Mortis von einem Händler kaufen können. Bevor wir das aber machen können, müssen wir diesen Händler erst einmal freispielen. Was brauchen wir dafür? Wir müssen dafür einmal die Kampagne hier in dem Gebiet auf zumindest 3 von 7 spielen. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr hier, wo ich bin, in der Höhle des Verbannten, eine Skill-Konsole freischalten. Bei dieser Skill-Konsole handelt es sich hier hinter mir um die Chiffrenkonsole. Und bei dieser Chiffrenkonsole braucht ihr eine bestimmte Skillung. Ihr braucht einmal das hier, Verständnis des Altesischen. Und was kriegen wir dadurch? Ermöglicht es euch mit den verschiedenen Jinru in der Terrasse der Formgebung und der Huld des Pilgers zu kommunizieren, zu interagieren und Quests zu bewältigen. Und genau das brauchen wir. Wir müssen nämlich Quests bewältigen. Wenn wir einmal das geskillt haben, dann bekommen wir hier ein Quest-Symbol auf der Map. Da müssen wir in dem Bereich hier, ich glaube so um die 10 Quests sind es. Und sobald wir diese 10 Quests abgeschlossen haben, kriegen wir hier quasi in diesem kleinen Tal vor unserer Huld, beziehungsweise vor der Höhle des Verbannten, einmal einen NPC hin, beziehungsweise mehrere NPCs. Einer davon ist ein Händler und der verkauft uns dann das Toy. Und ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt mal an. Ich stehe da nämlich schon einmal mit meinem Hunter dran. Also ihr seht, das ist hier dann auf den Koordinaten 36, 44. Und dort haben wir dann hier den Händler. Olea schimpft sich der. Und wenn wir mit dem quatschen, haben wir hier verschiedene Items, die wir uns holen können. Wir haben erstmal 2 Rezepte. Alle diese Items kosten übrigens Chiffren der ersten. Das ist auch die Ressource, die wir quasi brauchen, um bei der Skill-Konsole zu skillen zu können. Wenn ihr die Skill-Konsole ausgeskillt habt, braucht ihr eigentlich die Chiffren der ersten nur noch für diesen Händler hier. Die Chiffren der ersten bekommt ihr sowohl von Rares, Kisten, von Daily Quests gibt es die, also die kriegt man eigentlich ziemlich gut gefarmt. Es gibt hier auch ein Item, dass man 50% mehr Chiffren erhalten kann aus allen Quellen, heißt, das solltet ihr euch auf jeden Fall mal kaufen, dann kriegt ihr noch ein bisschen mehr, ist auf Battle.Account gebunden und könnt ihr auf Twink schicken. Dann gibt es noch eine Kiste, wo ein bisschen T-Mog drin ist und ein paar Ressourcen, da werden wir uns das vielleicht auch noch in einem anderen Video angucken und dann gibt es einmal ein Pet. Unseren Poképoke für 500 Abzeichen, den können wir eigentlich jetzt hier auch gleich mal kaufen. Ist ja auch ein Collectible. Und das Toy, um was es hier gehen soll, und zwar Jinru Kreis des Gesangs. Und das kostet 100 Marken. Die beiden Items kaufen wir uns hier einmal. Zusätzlich hat der auch noch, wenn ihr Nightfee seid, Nightfee Soul Shape Gestalten dabei. Aber da werde ich dann auch nochmal ein Video zu basteln, zu den ganzen 9.2 Soul Shape Gestalten. Dann lernen wir einmal das Pet und einmal das Toy an der Stelle. Das Pet müsste wahrscheinlich einfach ein Poképoke sein. Das können wir uns dann auch noch anschauen. Jetzt gucken wir uns erstmal den Jinru-Kreis des Gesangs an. Beschwört einen Kreis der Jinru, um eine Serenade zu hören. Machen wir das mal. Also wir haben da so ein paar Sinru und die... Also man hört ganz, ganz leise was. Okay, ja, ist ganz nett. Also ich sag mal so, braun tue ich es jetzt nicht, aber ist ganz nett. Jetzt schauen wir uns noch das Poképoke Pet an, so rum. Da haben wir... Ach, den kannst du leider... Ah, okay. Den kannst du auch nicht hochskillen. Da steht auch dran, in Serra Mortis auf andere Weise quasi beschworen. Im Endeffekt, wenn man den Poko hier schon dabei hat, dann ja... kann man den hier nicht beschwören, aber wahrscheinlich kannst du ihn in den anderen Zonen dann mitnehmen. Ich vermute mal, dass er ja, nicht mitkämpfen kann. Hier steht, diese Kreatur kann nicht kämpfen, also von dem her ist es auch kein Battle Pet. Gut, damit sind wir durch mit dem kleinen Toy Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen und dann sehen wir uns gern im nächsten Video wieder. Euch da, bis zum nächsten Mal. Ciao.